Ein Hauch von Esoterik weht durchs MetaLab, der Nerd- und Hacker-Hochburg im ersten Bezirk. Beim vierten Wiener Dogboard zeigt der New Yorker Künstler Bree Pettis, wie man sich seine eigene, original Mind Machine zusammenbastelt. Den New Age-Vorwurf will er allerdings nicht gelten lassen. It's not a bling bling New Age toy. It's actually scientific. We're actually hacking your brainwaves. Zusammen mit dem US-Tüftler Mitch Altman hat der Herausgeber der Bastler-Bibel Make Magazine einen Do-it-yourself-Anlauf zur Wiederbelebung der Mind-Machines unternommen. Die Theorie dahinter ist schnell erklärt. Die Mind- oder Brain-Machine-Brille erzeugt einen stroboskopähnlichen Effekt, während gleichzeitig Töne mit einer dazu passenden Frequenz wiedergegeben werden. Der beruhigende Effekt ist vergleichbar mit dem gedankenverlorenen Blick ins Lagerfeuer. Die Gehirnfrequenzen werden audiovisuell stimuliert, auf den Beta folgt der sogenannte Theta-Status. Man gelangt vom Wach in einen Trance-Zustand. You could actually change your brainwaves naturally, but with your brain. But this actually kind of gives you a guidance, kind of like leads you down the pathway to being in a relaxed brain state. Der Boom der Mind-Machines in den frühen 90ern ist nur von kurzer Dauer gewesen. Die durch Marketingmotive überzogenen Hoffnungen auf Intelligenzsteigerung, Altersverzögerung, Krebsprävention und psychologische Wellness konnten bei Weitem nicht eingehalten werden. Der begrenzte kommerzielle Erfolg der Mind-Machines ist allerdings nicht nur auf falsche Versprechungen zurückzuführen. Well, it was too expensive. And it's just now that microcontrollers are getting cheap enough that we can go ahead and make things ourselves, so for a reasonable price. Mit Gehirnaktivitäten befasst sich auch der Wiener Programmierer Chris Feigl. Seine eigens entwickelte Software BrainBay erlaubt den direkten Zugriff auf die Frequenzen des Denkapparats. Beim Neurofeedback werden über Elektroden die Gehirnwellen gemessen, und zwar von der Kopfoberfläche, von der Kopfhaut. Und die Software ermöglicht es einem dann, dass man bestimmte Parameter in Töne oder Bilder übersetzt. Die BrainBay-Software kann nicht nur zur Steuerung von Tönen oder Bildern via Gehirnaktivität verwendet werden. Sie eignet sich zum Entwerfen eines persönlich abgestimmten Mind-Machine-Algorithmus, ebenso wie zur Steuerung von Spielzeugrennautos oder zur Zubereitung eines individuell abgestimmten Cocktails. Aber auch im medizinischen Bereich kommt das Neurofeedback immer mehr zur Anwendung. In Amerika zum Beispiel ist es schon bekannter, wird schon häufiger eingesetzt, um zum Beispiel Spannungskopfweh zu kurieren oder Aufmerksamkeitsschwierigkeiten zu kurieren. Teilweise erfolgreicher als medikamentöse Therapie. Es ist aber noch nicht von der Krankenkasse anerkannt zum Beispiel. Es zählt noch zu den alternativmedizinischen Methoden, kann man sagen, obwohl es im AKH auch Biofeedback-Therapie gibt. Egal welchen persönlichen Nutzen man aus der Mind-Machine oder der BrainBay-Software zieht, Fakt ist, dass durch diese Tools die breite Masse neurophysiologische Selbstversuche durchführen kann. Und das dank dem strikten Open-Source-Gedanken, äußerst kostengünstig und ohne Esoterik und falsche Heilsversprechungen.